ziehen wir es noch rein jetzt hier ganz kurz. iCrimex hat gerade ein Statement zu mir hochgeladen, beziehungsweise Digga. Also zu unserer gestrigen Reaction, dass... Ach du Scheiße, Digga, was ist das für ein Grain auf der Kamera? Das werden wir uns jetzt zusammen anschauen. Lasst ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Hier kommt jeden Tag ein Video, beziehungsweise eine Reaction. Lasst ein Like auf Ehre da. Ja, hier sehen wir es von 39 Minuten. Für die, die nicht wissen, um was es geht, er hat gestern ein Video hochgeladen, in dem er, sage ich mal, sehr privat wurde, mich beleidigt hat, dies, das, Ananas. Ich habe mir das Video persönlich nicht... Er geht jetzt auf diese Mitleidsschiene, oh. Mann. Selber die ganze Zeit fronten und dann sagt man... Was für Mitleid? Einmal was dazu und dann geht man in diese Opferrolle und Mitleidsschiene, oh Mann. Reingezogen, ich habe das Video, das gesamte Video nicht gesehen. Mir wurden aber seit heute Morgen auf Instagram geisteskrank viele Nachrichten zu dem Thema geschrieben. Ich habe Ausschnitte geschickt bekommen. Ach Mann, Digga. Sachen wurden mir auf Discord von meinen Jungs erzählt. Deswegen, also ich kenne nur persönlich Ausschnitte und Erzählungen. Ja, Leute, was soll ich zu dem Thema sagen? Er schaut sich jedes Video an, außer das, wo es um ihn geht. Ja. Bestimmt. Ja. Bestimmt. Ja. Was passiert jetzt? Gibt es jetzt YouTube-Beef, whatever. Leute, für die denken, es gibt jetzt hier so ein YouTube-Beef und sich schon das Popcorn bereithalten wollten. Nein, es wird kein YouTube-Beef geben, weil... Hey Max, ganz kurze Frage. Vielleicht sollen wir, also ich gucke gerade das Video von dir und Z-Max. Wenn du Bock hast, Bro, ich bin ja auch beleidigt worden. Maybe können wir eine Sammelklage gegen ihn einreichen. Also vielleicht können wir ja einfach gucken, dass wir seine Instagram-DMs als Sammelklage quasi einreichen. Ansonsten habe ich noch Kontakt zur Elekno-Familie. Maybe kann die den in Barcelona einfach hochnehmen. Sag mal Bescheid, Bro. Kosten 10er. Bro, mich juckt das nicht. Ich sag euch, wie es ist. Ist doch wirklich so. Er sagt, es juckt ihn nicht, aber er schaut jedes Video von uns wie so ein Fanboy. Ja, Digga, er schaut die Videos nicht wie ein Fanboy. Er schaut die Videos halt, weil sie mad lost sind zum Teil und einfach dadurch unterhalten sind. Sei doch froh, dass jemand deinen Content irgendwie enjoyt, auf irgendeine Art und Weise. Hä? Einfach nicht. So. Ist nicht meine Art, ihr kennt mich. Ich habe noch nie einen YouTube-Beef so wirklich gehabt. So, es ist einfach nicht meine Art, Bro. Ich bin hier auf YouTube. Ich will einfach nur meine Videos machen. Ich mache das seit fast einem Jahrzehnt. Seit 8 Jahren bin ich hier auf YouTube. Bro, ich mache meine Gaming-Videos und ich beschäftige mich nicht mit negativen Vibes. Deswegen scheiß drauf. Also für die Leute, die jetzt hier denken. Er sagt, er beschäftigt sich nicht mit negativen Sachen, aber ist dann so negativ die ganze Videos. Zeit in den Reactions auf mich. Und mich stört es einfach. Und ich will das halt nicht, dass man mit voreingenommener Meinung rangeht. Und alles schlecht redet. Ja, und dann muss man damit rechnen, dass ich irgendwann mal etwas zurücksage, so. Es wird jetzt hier rumgebieft, es wird rumbeleidigt, es, keine Ahnung, ich, Bro, mich juckt das nicht. Heißt auch. So, ich mach mein Ding, wie immer. Ich werde darauf auch gar nicht viel eingehen. Ich werde mir auch das Video nicht reinziehen. Mhm. Wie gesagt, ich habe Ausschnitte davon gesehen und das, was ich gesehen habe, reicht mir auch. Unter anderem, also irgendwie, ich habe einen Ausschnitt gesehen, da wurde ich beleidigt. Dann habe ich einen Ausschnitt gesehen, wo es darum ging, irgendwie mit meiner Ex-Freundin irgendwie sowas. Och, mit, er kann verstehen, irgendwie so, dass meine Ex-Freundin mich verlassen hat oder irgendwie sowas kam. Ja, wenn er, dann, das habe ich aber nicht. Wenn er mich frontet wegen meinem Aussehen, darf ich ihn doch auch zurückfronten. Ich habe gesehen, das wurde mir erzählt, dass es noch um das Thema mit dem Überfall ging. Also er ist sehr, sehr, sehr privat geworden, was ich halt. Ach so. Guck mal, das ist halt das Ding, diese ständige verfickte Polarisieren, dieses ich muss hier und da immer wieder. Mit irgendwem anecken. Dicker, Z-Max, ich sag's dir jetzt noch ein letztes Mal, Bro. Guck mal, wenn Leute auf dich reagieren und dich low-key ein bisschen fronten, lern bitte mit Kritik umzugehen. Lern mit Kritik umzugehen. Es ist unmöglich, dass dich jeder auf dieser Plattform mag. Das wirst du niemals erreichen. Selbst Gronkh hat Hater und Gronkh ist der liebste Mensch der Welt gefühlt. Ja? Es wird niemals so sein, dass dich jeder mag. Und diese ganze Geschichte, dass du halt so bist, wie du bist, polarisiert ja auch tatsächlich und verdient dir dein Geld, Digga. Deine Miete zahlt sich dadurch, weißt du, was ich meine? Du kannst froh sein darüber, dass Leute wie iCrimex und ich auf dich reagieren. Und ja, im Endeffekt gibt es auch Leute, die sicherlich mal was Negatives sagen, aber lern doch einfach damit umzugehen. Lern doch einfach damit umzugehen, Junge. Und check doch einfach mal, dass diese ganze Kritik an dir meistens überspitzt und satirisch ist und nicht ernst zu nehmen ist, Digga. Und du auch einfach mal checkst, dass es dir im Endeffekt auch weiterhilft. Dass du damit tatsächlich extrem viel Cloud generierst und da auch irgendwo deinen Mehrwert rausziehst. Und nicht jedes Ding irgendwie immer bis zum Ende ausgeschlachtet werden muss. Das muss doch nicht sein, Digga. Das muss doch nicht so. Weißt du, was ich meine? So, Max ist hier sehr entspannt so. Er sagt, ey, es ist mir egal, es ist alles entspannt so. Und jetzt werden hier wieder irgendwelche Punkte gesucht, wo man halt irgendwo wieder ansetzen kann, damit man das Ding wieder so groß macht. So, Bro, das muss doch nicht. Das muss doch nicht. Im Endeffekt, ich gönne jedem irgendwie die Aufrufe, die Klicks und so weiter und so fort. Ich hatte ja mit ihm auch schon ein bisschen zu tun und so. Digga. Chillt doch einfach, gebt euch die Hand und gut ist, Mann.
so dieses Großmachen von irgendwelchen Sachen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, muss doch nicht sein. Achso, und warte, ich erst einen Hot Boyfriend mir suchen soll, ist nicht persönlich? Das ist doch ein Joke, Alter. Das ist doch ein Joke, Digga. Du hast zu mir gesagt, ich bin ein Hurensohn mit einer Hitler-Frisur, mit einer Justin Bieber-Hitler-Frisur. War ich persönlich davon angegriffen? Nein, Digga, ich habe das als Joke aufgefasst. Es ist doch nicht alles direkt ernst zu nehmen, Bro. Okay, warte, und was für Überfall? Keine Ahnung. Was für Überfall? Ich weiß nicht, vielleicht vom Obdachlosen? Ach, keine Ahnung. Nein, er wurde mal überfallen. Aber haben wir irgendetwas gesagt dazu? Nein, keine Ahnung, ich auch gerade gar nichts. Hä, als ob ich mich darüber lustig mache, dass er überfallen wurde. Hä? Einfach mal gar nicht verstehen kann. Ich für meinen Teil finde die Reaction, die ich auf sein Video gemacht habe, ich finde, ich habe da nichts Schlimmes gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dass die Adlibs, die er gemacht hat, cringe sind. Ja, aber das ist doch eine Meinung, Digga. Das kann man doch äußern, ohne dass man davon irgendwie ja, so, dass man halt davon so getriggert ist, verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich halt wirklich nicht. No joke. Was ja nichts als ihm gegen Personen geht, so, weißt du? Aber allein diese Gesichtsausdrücke 24-7 und alles, so, das provoziert mich einfach. Ja, aber lass dich doch nicht provozieren. Wenn du dich doch ständig provozieren lässt, ist es doch genau das gleiche wie bei mir. Leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage und denk doch nicht, dass dich jeder hasst oder persönlich angreifen möchte. Ach, das nervt mich. Und ich finde, man sollte, vor allem wenn man so viel Geld auf meinen Nacken macht. Du machst aber auch Geld auf seinen Nacken. Die Reaktionen, die er auf deine Videos macht, polarisieren doch und helfen dir doch auf deine Audience zu growen. Verstehst du, was ich meine? Dann mir wenigstens den Respekt entgegenbringen. Nein, das ist doch schwachsinnig, Digga. Ich muss doch nicht, wenn ich mir was angucken, ja und Amen sagen. Man darf doch wohl noch seine Meinung sagen, Digga. Nur weil ich mir irgendwas anschaue und das eventuell monetarisiere, heißt das doch noch lange nicht, dass, oh, danke, dass ich auf dein Video reagieren darf. Ich muss mich jetzt so verhalten und ich muss jetzt das sagen, was dir zusagt. Das ist doch scheiße. Das ist doch, Digga, nicht cool. Das ist fucking Zensur. Und wirklich auch seine neutrale, ehrliche Meinung sagen und nicht einfach das sagen, was die Community oder der Chat sehen will. Und es geht ja nicht darum, wie er sich ausdrückt, sondern was er unterschwellig vermitteln möchte. Und er sagt, ja, ich habe noch nie ein Beef angefangen, aber wenn man die ganze Zeit so stichelt, ist es im Endeffekt schlimmer, wenn man das in jedem Videos macht, als einmal zu sagen, ey Bro, ich finde dich kacke, so. Ja, so, es reicht mir einfach so. Ich will nicht die ganze Zeit sehen, wie so ein random Typ wie er auf meine Videos reagiert, auf meinen Nacken Klicks macht. Ich lasse es nicht sperren, aber dann muss er damit rechnen, dass ich auch was dazu sage. Und das ist halt meine Meinung, dass ich es nicht cool finde. Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber es geht ja dann darum, nicht jetzt irgendwie mit persönlichen Beleidigungen und sowas zu antworten. Das ist doch nicht nice. Seid doch erwachsen, Kids. Also gebt euch doch die Hand und entspannt, Bro. Wir konnten das doch auch klären. Dass er einfach so die ganze Zeit versucht... Ich sag's die ganze Zeit... Z-Max, Digga, lass uns einfach mal face-to-face in einem Discord-Call reden. Ich sag das schon die ganze Zeit, weil über so Reactions und so weiter und so fort bleibt immer sehr viel auf der Strecke und sehr viel wird irgendwie missverstanden und so weiter und so fort. Muss doch nicht sein. Das ist ins Lächerliche. Aber eine Sache, da hat er recht, der Crimex ist ein absoluter Random. Lächerliche zu ziehen. Ich meine, Simi könnte auch einfach jedes Video sperren, wo ansatzweise schlecht über uns geredet wird. Ja, das nennt man Zensur, Digga. Das ist extrem unsympathisch, das macht man nicht. Das kann er nicht. Er kann nicht das Video einfach so sperren. Das lässt sich so nicht vereinbaren. Er muss Gründe dafür angeben. Und er kann nicht einfach sagen, das sperre ich. Das funktioniert so nicht. Ich habe noch nie ein Video sperren lassen. Noch. Damit hat er mir ja auch gedroht. Noch nie. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, weil du von diesen Reactions profitierst. Wo? Sag mir, wo? Naja, natürlich profitierst du, weil sehr viel mehr Leute auf deinem Content aufmerksam werden. iCrimex hat eine riesige Reichweite, Bro. Der hat eine riesige Reichweite und bringt eine Menge neue Leute zu deinem Content hin, ist doch schön. Der mag jetzt nicht die ganze Zeit sich positiv äußern und ich kann das tatsächlich nachvollziehen, dass ihn das abfuckt. Aber im Endeffekt ist ja iCrimex auch jemand, der dich ja irgendwo ein Stück weit bereichert, ne? Ja. Ich würde doch weniger Hate bekommen, mehr Abonnenten dazu bekommen und mehr Views machen, wenn die Leute nicht auf meine Videos reagieren würden. Das ist falsch. Weil dann die Leute... Reactions sind so wichtig auf YouTube. Hungriger Hugo, bestes Beispiel, ist der größte Kanal momentan auf YouTube gefühlt und ist nur groß geworden, weil er geilen Content macht mit Reactions. Es ist halt so. So ist es halt passiert. Reactions sind ultra wichtig. Wenn mein Video schauen würden... Ja, und nicht
Max-Video. So. Genau, nicht die Reaction. Aber hey, ich gönn so. Deswegen, nee, dann finde ich halt, sollte man wenigstens nicht so krass hetzen, beziehungsweise so krass negativ eingestellt sein. Weil ich finde, meiner Meinung nach war das ein sehr normaler Vlog, der komplett klar ging. Ja. Wenn ein Standard-Skill... Guck mal, gutes Beispiel zum Beispiel. Kanal, der hier hat Merlin gerade in Chat geschrieben, Emote Only. Hatte bei den ersten, ich habe ein paar Mal drauf reagiert, hatte sich krass viele Aufrufe, ich glaube noch nichts davon hochgeladen, immer nur im Stream reingeschaut, coole Videos. 200 Abonnenten, jetzt, das ist jetzt nicht viel, aber der hat angefangen mit 0 Abonnenten, wisst ihr, was ich meine? So, das ist ein sehr, sehr guter Kanal, kann man sich reinziehen, extrem nice, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, Chat, kann ich an der Stelle nur empfehlen, zieht euch mal die Videos rein, good Content so. Und es hilft einfach Audience zu growen, versteht ihr, was ich meine? Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wirklich, no joke. Link. Warte, ich gebe euch kurz Link. Ich mache einen Chat rein. Das ist genau wie It's Logo zum Beispiel. Wisst ihr, das sind alles korrekte Leute, die good stuff machen so. Ich packe euch Link in den Chat. Warte hier, Chat. Guck mal hier, zum Beispiel It's Logo. Genau das gleiche, Digga. 42.000 Abonnenten, angefangen mit 0. Letztes erste Video vor 4 Monaten hochgeladen, bam, 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 bam. Baut sich ja auch was auf. Richtig gute Reichweite, krasse Views auf die Videos mittlerweile. Extrem geil. Guter Content lohnt sich. So, und Reactions helfen auch dir, deine Audience zu growen. Der mein engster Homie ist, den ich seit 10 Jahren kenne, wenn er in seinem Video Adlibs gemacht hätte, hätte ich genauso gesagt, dass es cringe ist. Weißt du, also, das... Crimex schreibt mir, Bro, wir sind Allmanns, wir verklagen den Typen. So. Und nicht... anders. Bro, hat für mich nichts Persönliches mit Simex zu tun. Ich habe unter anderem in dem Video auch Sachen gesagt, wie dass ich seine Cap cool finde, dass ich finde, dass sein neuer Schnurrbart ihm steht. Irgendwie wurde daraufhin aber... Ja, nee, ich habe mich dafür bedankt. Nur dann gesagt, dass ich hässlich bin, dass ich nicht bei Frauen gut ankomme. Und so ein Zeug. Also, und das ist halt wieder seine Reaktion, so er sagt was Negatives und lacht dann darüber. Das ist doch auch nicht fein so. Deswegen ist so scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Es juckt mich einfach nicht. An Simex, jetzt bin ich gespannt. Also, ich habe im Video gestern sehr, sehr, sehr viel gesteigert. Dahingehend, dass ich so krass auf sein Aufsehen und alles gegangen bin. Tut mir leid. Aber ich habe mich halt in ein paar Punkten auch sehr angegriffen gefühlt. Allein die Mimik, die Gestik und seine Gesichtsausdrücke, wisst ihr? So. Man muss aber auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Ich werde aufhören, auf die Videos von Simex zu reagieren. Ich werde auf keine Videos... Hat er schon mal gesagt. Ja, bin ich mal gespannt, wie lange das hält. Ja, weil dann hat er gesehen, okay, die Klicks schmecken. Und dann hat er wieder drauf reagiert. Er hat es vor knapp einem halben Jahr gesagt. Ja, Mann. Vor knapp einem halben Jahr hat er gesagt, ich werde nicht mehr auf Simex reagieren. Ja. Dann hat er gesehen, okay, Simex... Wandert wieder aus, es gibt krasse... Ja, aber es ist doch nice. Guck mal, sei doch froh, dass du Content erschaffst, der viral geht. Gönn doch Leuten das Hack und die Leute gönnen dir doch auch Hack. So, ich verstehe, dass du ein bisschen angepisst bist auf so eine Reaktion, Bro. Wir hatten das Thema ja auch schon. Aber im Endeffekt ist doch alles chill, ist doch alles fein, Digga. Videos, Emote du only. Hast krasse Aufrufe dann bekommen, weil auch ein paar Skandale waren. Klar, natürlich, aber mal gucken, wie lang es hält. Mal gucken, diesmal. Wie lang es hält, ja. Ich muss mehr von ihm reagieren. Weil wenn... Lass mal privat eine Wette abschließen. Wenn in ihm und seiner Freundin so ein Hass dabei entsteht, wenn in ihm und seiner Freundin so ein Hass dabei entsteht, nur wenn ich was dazu sage, eine normale Reaction mache, Sachen gut finde, Sachen nicht gut finde, ganz normal reagiere, wenn das Tim, den beiden so einen Hass auslöst, Bro, dann will ich da gar nicht mehr darauf reagieren. So. Ja, sollen die ihr Ding machen? Ich wünsche denen auch wirklich gar nichts Schlechtes, also wirklich auch an Simix und Eddie, wenn ihr das so seht. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich wünsche mir für euch, dass ihr noch weiterhin zusammenfindet, dass ihr das Problem aus der Vergangenheit auch in der Vergangenheit lasst, dass es weiterhin iTrimax, oder? In der Zukunft besser wird. Ich wünsche mir für Simex, dass es mit seinem Kanal wieder besser läuft. Also auch zu dem Thema mit dem, dass er relevanter ist, dass aber das ich ist irgendwie korrekt, seinen Namen bräuchte, cool. Um Klicks zu machen. Bro, ich bin jemand, der sich auf Zahlen aufgeilt, aber guck einfach dein Social Blade, guck mein Social Blade und dann denk nochmal nach, was du sagst. Ich sag nur, Zahlen lügen nicht. Deswegen, ich werde da auch gar nicht rumbeleidigen. Ist nicht meine Art so. Ihr findet, ich bin hässlich, ich komme nicht gut bei Frauen an. Da muss Ellie eigentlich nur mal ihre eigene Mutter fragen, wie gut ich bei Frauen ankomme. Und dann ist das Thema auch schon gegessen. Nee, deswegen, ach, scheiß drauf. Ich hab drauf. Also, was ich jetzt dazu sagen will, ich sag jetzt zuerst was und dann kann Ellie noch mal etwas sagen. Also, zuallererst, so, ich find's korrekt,
dass er sagt, er wünscht uns nur das Beste. Aber würde ich einer Person nur das Beste wünschen, dann würde ich nicht, während ich auf ihre Videos reagiere, alles schlecht reden. Weil würde das ein Standardskill, wo er schon sagte, ein Homie von ihm, machen, so cringe sein, dann würde er niemals so Gesichtsausdrücke ziehen und es sogar teilweise feiern. Ja. So. Und ich finde auch ein paar Sachen, die er macht, cringe. Aber trotzdem, ich setze mich nicht... Du machst deinen eigenen Content. Ja, ich mache meinen eigenen Content. Ich setze mich nicht hier zu Hause hin und warte, bis ein Video, neues Video von ihm kommt. Weil das ja, ist, das macht er doch macht auch diese, nicht. Er macht ja immer noch Fortnite-Videos und das... Also ich weiß gar nicht, und GTA und so. Auf das kann man ja gar nicht reagieren, weil es halt langweilig ist. Digga, aber es schauen sich doch viele Leute an. Warum ist das langweilig? Aber... Und dann noch das mit deiner Mom. Jetzt so, no front an deine Mom. Aber Ellies Mom ist nicht dumm. Und Ellies Mom weiß, wenn sie mit großen YouTubern gut ist, ja, dass ihr Kanal dann noch mehr steigt. Und sie ist eine alleinerziehende Mom. Warum sollte sie... Meine Mom ist halt eine Mutter, wie jede andere. Warum sollte sie mit irgendwem, keine Ahnung, sich nicht gut verstehen? So. Hä? Unsinn. Ja, ja. Was? Ja. Und nur, weil sie quasi bei... ihm, ja, ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber was? Ihr wisst, was ich meine, so heißt es nicht, dass Ellie ihn jetzt auch gut aussehen findet, dass andere Girls ihn gut aussehen finden, aber das ist ja im Endeffekt egal, jeder hat verschiedene Meinungen. Ja. Aber das war doch nur ein Joke, das war doch nur ein Joke, Bro. Wir haben unseren Geschmack. Er hat seinen Geschmack. Das war ein Joke. Und deswegen, wie gesagt, die Sachen, die ich über sein Aussehen gesagt habe, waren nicht so korrekt. Digga, mir auch leid. So, ich wünsche ihm natürlich auch nur das Beste und ich würde es auch cool finden, wenn er auf meine Videos reagiert, dass er halt nicht nur die schlechten Sachen... Dass er einfach neutral ist. Dass er eine eigene Meinung hat, dass er nicht auf den Chat achtet und wirklich sich vom Chat... Aber Digga, er hat doch eine eigene Meinung. Kein Streamer lässt sich von seinem Chat lenken. Digga, mein Chat kann sich ins Knie ficken. Ich sag das, wie es ist. Wenn mein Chat mir auf den Sack geht, dann mache ich den aus. Das ist so. Also, die Streamer lenken den Chat und nicht der Chat den Streamer. What the fuck? Leiten lässt, weißt du? Wenn die alle cringe schreiben, dass er so tut, als ob es cringe ist, sondern dass er wirklich selber auch sagt, hey, das finde ich aber cool, weil er hat ja am Ende gesagt, dass er das Video gar nicht so schlimm fand, wieso die das so sehen wollten, weißt du? Und da hat er ja gezeigt, dass er eigentlich... Kann ich einen Doppelpunkt, einen D-Doppelpunkt-Chant haben? Eine eigene Meinung hat, aber am Anfang, vor allem die ersten Minuten, so, war er komplett voreingenommen und hat alles damit versucht... damit die Leute an dem Video bleiben. Genau, und hat versucht, alles schlecht zu reden. Was willst du jetzt noch dazu sagen? Ja, du hast eigentlich so alles gesagt. Ja, so. Er juckt mich als Person eigentlich auch nicht wirklich. Ich meine, ich habe damit eh nicht viel zu tun. Und? So, außer wenn er auf Videos reactet, wo ich auch dabei bin, so. Ja, ja. Und er hat ja gesagt, Social Chat, also quasi so ihr Schwanzvergleich mit Zahlen. Das Ding ist, ich war die letzten 2 Monate inaktiv. Und schauen wir mal ein halbes Jahr zurück, wo ich aktiv Fortnite-Videos... Chat, ihr seid die Beste, ich liebe euch. ...videos hochgeladen habe. Oder ein Jahr zuvor, wo ich meine Streamside-Videos hochgeladen habe, wo ich komplett im Hype war, so... hatte ich auch meine 20, teilweise 30 Millionen Klicks im Monat, obwohl ich 400.000 Abos, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur hatte. Und er hat ja, Bro, und ich habe auch mal einen Monat 40 Millionen Views gefahren, Digga, und mache jetzt gerade 15 Millionen, weil ich nur noch ein Video als Vlog am Tag hochlade. Zahlen lügen, die ist auch immer, ja, ist eine schwierige Aussage hier von iCrimex, Digga. Im Endeffekt muss man einfach fühlen, was man macht, Punkt. Hatte 2 Millionen Abos und hatte in Anführungsstrichen weniger. An die Zeit kann ich mich auch noch erinnern. Ja, aber ich achte bei YouTube nicht mehr auf die Zahlen, weil ich sag euch ehrlich, solange ich genug Geld verdiene, um unseren Kühlschrank zu füllen und um unsere Miete zu zahlen, juckt es mich nicht, ob ich im Monat 5-stellig beziehungsweise 10.000 oder jetzt 20.000 verdiene. So, wisst ihr, wie ich meine? Solange ich... Das ist sehr wenig. Also 10.000 und 20.000 Euro ist sehr, sehr wenig. Ich wirklich alles, solange wir gut leben können, passt doch alles. So, deswegen, wie gesagt, die Aussage mit dem, ja, ich bin relevanter und sonstiges, das war auch dumm, hätte nicht sein müssen, gebe ich auch von meiner Seite aus zu. Aber trotzdem. Aber wenn man nicht relevant ist, würde man nicht auf jedes Video reagieren. Ja, also, das stimmt auch. Gar kein Bock, ich werde hier niemanden beleidigen, ich werde hier gar nicht drauf eingehen. Ich wünsche den beiden nur das Beste. Ich finde es sehr schade, dass sie so privat geworden sind, weil meine Reaction, wo ich einfach nur ganz normal auf das Video reagiert habe und gesagt habe, dass Adlibs cringe sind, wo ich auch nach wie vor dazu stehe. Shit. Weil Bro, wenn ich die Kamera skrr oder irgendwas skrr mache. Skrr. Die Weird Chats. Skrr. Ja, ja. Bau. Und jeder liebt dieses Intro. Ich liebe es. Es ist egal, ob du es cringe findest. Warte, jetzt nochmal für dich. Skrr. Bau. Jeder liebt es einfach, dieses Intro, weißt du? Jeder liebt es. Und wenn du es cringe findest, juckt keinen. So, schau einfach. Meine Community liebt es so. Deswegen juckt es mich nicht, ob er es cringe findet. Irgendwelche Adlibs, Bro, es ist halt einfach cringe. So, da kannst du sagen, was du willst. Und das hätte ich aber auch nicht nur bei Simex gesagt. Fertig.
Ja, ich weiß, Live-Chat, ich weiß, er ist auch auf Meiling gegangen, er ist auf Ex-Freundin, er ist sehr persönlich geworden, aber scheiß drauf. Deswegen, also um das Thema zu beenden, ich hoffe, euch reicht dieses kleine Statement aus, ich will da gar nicht jetzt zu lange drauf eingehen, es wird kein Beef geben, ich werde mich unbeleidigen. Sehr schön. Wenn das von den beiden an sich ist, dann tut mir das leid für die zwei. Ich werde schreiben, oh, du bist so hot, du bist so nice. Ich bin ja, sehr hot. Weißt du, was ich mir denke? Ich so, bin okay, sehr hot. Von 12-Jährigen ich bin extrem hot. Oder 14-Jährigen Chayas, er hat ja dieses Babyface und so, denen taugt er. So, er ist halt voll kompletter Sunnyboy, weißt du? Ja. Und so, ja. Jüngere Girls stehen natürlich drauf. Aber das ist, wie gesagt, egal. Ja, egal. Ich werde auch auf keine Videos mehr reagieren, also auch an Cinex und Ellie. Ja. Ich möchte euch den Gefallen tun. Ihr wolltet das ja, dass ich okay, das lasse. Okay, dann ist das, dann ist die Sache doch jetzt an sich schon geklärt, oder? Dann ist die Sache doch jetzt schon... Ich wollte beiden so einen Hass auslösen. Also es tut mir wirklich leid, dass ich euch so einen Hass ausgelöst habe. Er tut jetzt so eigentlich übel nett, weißt du, weil so verarscht man halt die kleinen Kinder. Dass ihr selbst so privat und persönlich werdet mit euren Beleidigungen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin nur das Beste. Viel Erfolg weiterhin. Sehr schön, dann haben wir das doch geklärt und alles ist fein. Dann ist doch alles super, ist doch alles supi-dupi toll und dann wird zusammen gelacht und gekichert.